Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Micha und im Zuge der 9-Euro-Ticket-Challenge werde ich euch auch allerhand interessante Sachen zeigen, die man sonst nicht unbedingt zu Gesicht bekommt. Hier in dem kleinen Landschlösschen in Hopferau im Allgäu wurde 1945-46 Computergeschichte geschrieben. Ich mache jetzt die 9-Euro-Ticket-Challenge und schaue mal, wie viele Kilometer ich in Deutschland hin und her fahren kann in einem Monat. Und da niemand stundenlang zusehen will, wie ich pausenlos im Zug sitze, zeige ich euch ein paar interessante Orte, die meiner Meinung nach erwähnenswert sind, die man auf normalen Touristenführern nicht findet. Konrad Zuse war ein deutscher Ingenieur, Computerpionier und auch Maler. Er hat relativ viele Ölgemälde gemalt als Hobby. Zuse entwickelte schon in den 30er Jahren die ersten Computer, die allerdings noch sehr grobschlächtig daherkamen, weil ja alles noch mit Relais funktionierte. Sie konnten teilweise keine Gleitkomma-Aufgaben, sondern nur wie ein alter Taschenrechner plus minus mal geteilt, die Grundrechenarten. Aber Zuse hatte seine Computer immer weiterentwickelt. Schließlich im Jahr 1945 stellte er den ersten wirklich brauchbaren Computer vor, den Zuse Z4. Seine Firma war damals noch in Berlin, aber die Nazis haben recht schnell die Vorteile seines Computers entdeckt, nämlich sehr schnell Flügelprofile zu berechnen für neuartige Flugzeuge. Und Berlin war zu dieser Zeit schon sehr nah an der Front, deshalb wurde sein Computer zerlegt und in Teilen zunächst nach Göttingen verlegt, wo er dort in der Flugzeugwerft die ersten Profile berechnete. Und in den letzten Kriegstagen im April 1945 wurde der Computer dann in Kisten verpackt und hier ins Allgäu verbracht. Zuse musste mit seinem Computer mit übersiedeln ins Allgäu, wo er 4 Jahre verbracht hatte. Und für seinen Computer nahe des Schlosses, hier auf diesem Parkplatz, war früher ein Mehllager. Dort wurde der Computer aufgebaut, die Z4, und wieder in Betrieb genommen. Hier hat Zuse dann auch weiterentwickelt und ihn dann zur Vollendung gebracht. Die Computer von damals funktionierten noch mit Lochstreifen. Also man musste seine Befehle und seine Programme auf den Lochstreifen klippen und dann in den Computer einlesen, der 64 Zahlen speichern konnte und einen winzigen RAM-Speicher hatte, beziehungsweise RAM gab es in dem Sinn damals noch nicht, einen winzig kleinen Programmspeicher hatte. Und die Ausgabe erfolgte auch wieder über Lochstreifen. Also man musste dann erstmal die Lochstreifen interpretieren, was der Computer einem sagen wollte. Aber die Rechnungen an sich waren sagenhaft schnell für die damaligen Zeiten. Der Computer füllte eine ganze Halle aus in dem Mehllager und hatte ungefähr die Rechenleistung eines Taschenrechners aus den späten 70er Jahren. In Amerika wurde zeitgleich auch ein Computer entwickelt, aber der war zu dieser Zeit noch nicht einsatzfähig. Der ENIAC hieß der, glaube ich. Um die Leistung seines Computers unter Beweis zu stellen, machte Zuse eine Wette mit den ortsansässigen Sendern hier, indem er behauptete, dass sein Computer die Milchrechnungen sehr viel schneller ausrechnen konnte als die angestellten Kalkulatoren, die es damals noch gab. Die Wette wurde von den Bauern angenommen und tatsächlich Zuses Rechner machte die Berechnungen sehr viel schneller als die Menschen. Damit war der Zuse Z4 der erste kommerziell eingesetzte digitale Computer der Welt. Anfang der 50er Jahre kam dann der Z4 ins Zentrum für angewandte Mathematik in der Universität Zürich, wo er in der kommerziellen Forschung eingesetzt wurde. Und mit Hilfe Zuses Computer wurden dann wichtige Erkenntnisse für den Bau des nächsten Supercomputers Hermes 1956 berechnet. Und des Weiteren wurde mit der Z4 dann auch Flügelberechnungen für Kampfflugzeuge sowie Flugbahnen von Raketen berechnet. In Zürich blieb die Z4 dann bis 1955, von wo aus sie dann nach Frankreich an ein Rüstungsforschungsinstitut verkauft wurde. Dort wurde sie dann auch wieder eingesetzt für Flügel- und Raketenberechnungen und 1960 hat sie dann die Zuse AG wieder zurückgekauft. Mit dem Rückkauf wurde dann die Z4 dem Deutschen Museum in München überlassen. Und seit 1988 ist sie Ausstellungsstück in der Informatikabteilung dort. Allerdings können zurzeit keine Berechnungen mehr damit gemacht werden, weil die Maschine die Brandschutzverordnungen nicht mehr erfüllt. Jetzt muss das Deutsche Museum den Computer erstmal umbauen, damit er die Brandschutzverordnungen erfüllt und dann kann er wieder für die Besucher Berechnungen anstellen. Eine Zeit lang ist eine hitzige Debatte entbrannt, wer jetzt wirklich den Computer erfunden hat, die Amerikaner oder die Deutschen.
Denn zeitgleich haben die Amerikaner auch an einem Computer geforscht. Und der Z3 von SUSE wurde leider im Krieg zerstört und nur noch die Patentanmeldungen blieben übrig. Aber neuesten Forschungen zugrunde war es doch SUSE, der den ersten funktionstüchtigen Computer, digitalen Computer der Welt entwickelt hat. Und hier, in der Nähe dieses Schlösschens, hat er seine ersten kommerziellen Berechnungen gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr mir einen Kaffee ausgeben wollt oder mich zum Frühstück einladen, hier unten in der Beschreibung habe ich ein paar Wege, wie ihr den Kanal finanziell unterstützen könnt oder direkt hier auch bei PayPal, was am einfachsten wäre. Ich freue mich auf jeden Fall für jede einzelne Spende, kann sie gerade sehr gut gebrauchen. Jetzt mache ich mich auf den Weg nach Füssen und von dort aus werde ich dann nach Flensburg hochfahren. Die 9-Euro-Ticket-Challenge, hier bei DIY Micha. Wie weit fahre ich in einem Monat? Wie weit komme ich in einem Monat mit meinem 9-Euro-Ticket? Was schätzt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich fahre nicht nur Zug. Wie gesagt, ich zeige auch immer mal zwischendrin ein paar interessante Orte. Ich schätze so auf gute 6000 Kilometer werde ich kommen. Bin gespannt, was ihr schätzt und wie viel es dann im Endeffekt sind. Ich sage auf jeden Fall Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Micha.